Nun, da Sie die grundsätzlichen Bedingungen kennengelernt haben, können wir mit der ersten Stunde des Lehrgangs beginnen. Ich möchte Ihnen natürlich noch Michelle vorstellen. Sie wird uns als meine Schülerin durch den gesamten Kurs begleiten. Achten Sie genau auf die gezeigten Verfahrensweisen und vergessen Sie... Haben Sie Ihre gesamte Ausrüstung dabei? Ja, hier in meiner Tasche. Gut, dann werde ich jetzt erklären, wie man so eine Tauchausrüstung zusammenbaut. Zuerst einmal wird das Jacket an die Flasche montiert, wobei die Öffnung des Ventils mit dem O-Ring zum Jacket zeigt. Die Flaschenbänderung, die mit einem Verschlusssystem ausgerüstet ist, wird festgespannt. Dann wird der Inflatorschlauch montiert, indem man den Ring des Verschlusses zurückzieht und das Ventil langsam öffnet. Dadurch wird das Finimeter, also die Luftdruckanzeige, geschont. Zunächst einmal spielt das normale Atmen durch den Lungenautomaten eine wichtige Rolle. Nehmen Sie das Mundstück zwischen die Zähne und schließen Sie Ihre Lippen darum. Möchten Sie es einmal probieren? Ja, sehr gut. Gut. Unter Wasser kann man sich nicht unterhalten. Deshalb muss man bestimmte Zeichen erlernen. Das erste bedeutet, alles in Ordnung. So. Jedes Mal, wenn der Lehrer die Frage stellt, geben Sie dieses Zeichen. Es bleibt nur noch zu sagen, dass man unter Wasser immer in der Horizontalen schwimmt. Die Arme eng am Körper und die Beine vollführen möglichst gestreckt eine harmonische Auf- und Abbewegung mit den Schwimmflossen. Okay, haben Sie noch Fragen? Gut, machen wir uns bereit.